Das ist so ein ganz typisches Dorf in Nagaland, in der Berge drin. Man sieht auch, viele Straßen sind gar nicht geteert. In der Stadt sind die Straßen schon geteert, aber in vielen Dörfern ist es einfach nur so. Da bekommt man einen guten Überblick über Dimapur, der Stadt. Also man sieht schon, ist schon ein bisschen anders wie im Dorf. Es ist immer so, auch viel Armut und Reichtum nebeneinander. Also es gibt auch große Gebäude, auch gute Gebäude. Und dann gibt es wieder die ganz ärmliche Hütte. Hier ist man jetzt mehr so in der Innenstadt. Man sieht diese Fahrzeuge mit dem gelben Dach. Das sind so Autorikschas, also Taxis, mit denen man sich transportieren lassen kann. Und dann gibt es noch die Fahrradrikschas. Das ist so ganz typisch. Viele Farmer kommen dann auch in die Stadt und verkaufen ihre Sachen dort, oder vor allem auch schon ältere Leute, die jetzt so kein Einkommen haben, müssen halt dann irgendwie durch das, dass sie was verkaufen, überleben. Und es sind dann halt oft keine großen Läden, sondern die sitzen da irgendwo dann auf der Straße in der Stadt und verkaufen ihre paar Sachen, die sie haben. Jetzt diese Frau verkauft Hühner. Das ist eigentlich auch ganz üblich, dass man Hühner oft auch sehr einfach lebendig verkauft und dass man das dann daheim selber dann quasi töten und schlachten muss. Hier sind wir auf dem Markt. Alles steht immer offen da. Das sind so ganz typische Naga-Kochutensilien, oder ja, sie essen viel getrockneter Fisch auch. Also das sind hauptsächlich verschiedene getrocknete Fischarten, und man sieht auch so verschiedene Gewürze, vor allem den Chili. Das Essen ist immer sehr scharf in Nagaland und es kommt eigentlich überall Chili rein. Das ist jetzt auch in der Stadt, in Dimapur, aber man sieht, das ist doch eine sehr ärmliche Gegend, und es ist so, wie eigentlich die ärmere Leute auch leben. Die Häuser bestehen nur aus dieser Bambusmatte, die ganz dünn ist, ein Blechdach, und jede Tür ist quasi symbolisch für ein Zimmer. Also hinter jeder Tür ist nur ein einzigster Raum, und pro Familie steht ein Raum zur Verfügung. Die haben auch keinen Wasseranschluss, die müssen dann an öffentliche Stelle das Wasser holen und tragen, und sie haben auch gar keine Toilette. Wir mieten von der Stadt einen Park, der von der Stadt angelegt wurde, aber überhaupt nicht gepflegt wurde und sehr heruntergekommen war. Wir haben da ein Open-Air-Café eröffnet, das ist eine Art Gartencafé. Wir wollten halt zum einen auch die Stadt verschönern, und es war halt auch ein verschwendeter Platz, und man kann ja vieles draus machen. Man sieht ja hier vorher, nachher, wie es vorher ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, nachdem wir halt viel dabei gearbeitet haben. Und der Sinn und Zweck dahinter ist einfach, also zum einen schaffen wir Arbeitsplätze in der Küche, wo dann viele Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben und die aus armer Familie kommen, angestellt sind. Wir vermitteln natürlich auch unsere Werte und geben halt auch Hilfestellungen in ihrem Leben, also ich schaue viel Mentoring. Und hier in diesem Gartenrestaurant laufen auch unsere Kinderprogramme ab, wo wir dann die Spiele einfach durchführen mit den Kindern, wo wir uns treffen. Also dieses Café ist quasi so eine Plattform, wo jeder Mensch jeglicher Gesellschaftsschicht kommen kann. Das ist bei uns in The Garden, in unserem Café. Und wir haben so eine Schaukel gebaut, und die Kinder, die lieben es einfach, da drauf zu sitzen, und die warten jetzt schon auf das Kinderprogramm. Wir schminken die Kinder oft einfach so mit Kinderschminke, irgendwelche Motive draufmalen, und das lieben sie einfach besonders. Also egal ob Junge oder Mädchen, da steht echt jeder drauf. Die freuen sich dann, wenn sie da was Schönes draufgemalt bekommen. Das stärkt einfach auch die Beziehung. Immer wieder machen wir dann auch Essensausgabe an diese Kinder. Es ist jetzt nicht so, dass sie unterernährt sind. Sie bekommen daheim schon was zu essen, aber halt dann oft nur Reis und wenig Gemüse oder ganz selten Fleisch. Also es ist doch irgendwo eine einseitige Ernährung oft, je nachdem, wie viel die Familie halt aufbringen kann. Und von dem einen oder anderen Kind haben wir da aber doch auch mal gehört, dass die vielleicht auch nur einmal täglich am Tag was bekommen. Oder halt, ja, oft auch das Abendessen ausfällt, weil halt kein Essen mehr da ist.
Motion, alles in Bewegung.